Hallo zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. In diesem Video werden wir mal ein bisschen über die Event Loop sprechen. Ja, JavaScript ist überall inzwischen und das Verständnis der Event Loop halte ich für absolut wichtig, um sinnvoll mit JavaScript sowohl client- als auch serverseitig zu arbeiten. Das Video wird ja in zwei Teile getrennt sein. Es ist, nachdem meine Videos immer zu lang werden, habe ich gedacht, teile ich das mal in zwei Hälften auf. Das erste Video wird sich komplett um das Thema Event Loop drehen, wie sie funktioniert, damit man das grundsätzliche Verständnis hat. Und in einem zweiten Video werde ich dann das Thema Promises nachschicken, weil das aus meiner Sicht ja einfach eng mit der Event Loop verknüpft ist und wir auch die moderne Version der Promises verstehen müssen und damit dann auch Async Await. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Thema Event Loop rein, damit wir ja nachvollziehen können, wie das Ganze funktioniert. Gut, dann legen wir mal los. Um überhaupt mit JavaScript arbeiten zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie die Aufrufe in JavaScript oder in eigentlich jeder Interpretersprache eigentlich verarbeitet werden. Dazu habe ich jetzt einfach mal ein ganz einfaches, billiges Programm mir überlegt mit zwei Unterprogrammaufrufen. Und hier typisch für JavaScript, der Aufruf ist nicht irgendwie in einer Main-Methode. JavaScript wird einfach nur als Script-Datei aufgerufen und alle Elemente, die nicht innerhalb einer Function oder einer Klasse sind, werden dann einfach sequenziell abgearbeitet, in dem Fall eben diese beiden Unterprogramme, diese beiden Funktionen. Gut, wie machen wir das? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten oder zwei übliche Möglichkeiten, korrekterweise JavaScript-Dateien auszuführen. Fangen wir einfach mal mit der außerhalb des Browsers an. Das heißt, ich habe hier ein JavaScript-File, das habe ich myprogram.js genannt. Und sobald ich das jetzt an einen JavaScript-Interpreter, in dem Fall jetzt Node.js, übergebe, fängt der Interpreter an, das File Schritt für Schritt abzuarbeiten. Er landet hier also sozusagen erstmal bei Do Say Hello, das ist einfach ein Unterprogramm, und dann guckt er eben in dem File, ob er die Function Do Say Hello findet, und ja, da ist sie. Das heißt, er geht jetzt hier drauf auf die Funktion, wir haben keine Parameter, ergo fängt er einfach an, hier die erste und einzige Funktionalität im Rumpf auszuüben oder auszuführen. In dem Fall ist es console.log, also eine Ausgabe auf die Konsole, einfach nur Hello. Dann ist er fertig mit diesem Unterprogramm, geht wieder oben in den Aufruf zurück, arbeitet jetzt die nächste Zeile ab, do say hi, geht wieder in das Unterprogramm, loggt jetzt hier das hi aus und wir sehen rechts eben in der Konsole wird es entsprechend auch gleich ausgegeben und am Schluss ist eben das Programm zu Ende. Das heißt, wir haben beide Ausgaben und ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Im Prinzip Hello World mit zwei Unterprogrammen, wenn man so haben möchte. Okay, soweit erstmal die Idee des Aufrufs innerhalb einer JavaScript-Datei mithilfe eines normalen Interpreters wie eben Node.js. In der HTML-Seite können wir das ja ähnlich machen. Da gibt es 1003 Möglichkeiten, wie wir dieses File aufrufen. Entscheidend ist erstmal, dass wir das über das Script-Tag in der HTML-Seite eben einbinden. In dem Fall Script Source MyProgram.js. Das heißt, wenn ich jetzt unüblicherweise das JavaScript-File in einem gleichen Ordner serverseitig haben möchte wie die HTML-Seite. Und dann kann ich hier an der Stelle in unload my program, mein Programm eben ausführen. Ja, wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal den Unload-Tag im Body genommen, der nichts anderes macht, wie sobald der Body komplett geladen wurde, wird my program ausgeführt. So, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, ich habe hier zwei Divs eingebaut, die eine ID bekommen haben, D1 für Div 1. Dort habe ich jetzt einfach mal einfach irgendwas reingepackt, Fragezeichen 1, damit man sieht, ja, in der HTML-Seite, also das, was der Browser rendert, sehen wir genau dieses Fragezeichen 1. Dann habe ich nochmal einen zusätzlichen Break gemacht, einen Line Break, dass der Abstand ein bisschen größer wird. Dort ist dann eben Div 2 oder mit der ID D2 mit Fragezeichen 2 hinterlegt und wir sehen sozusagen jetzt die Repräsentation unserer HTML-Seite auf dem Browserfenster. Okay, dann habe ich schon gesagt, ich lade jetzt mein Programm, das eben
ja, hoffentlich eben in dieser myprogram.js hinterlegt ist. Diese Funktion lade ich jetzt, sobald der Browser fertig ist mit dem gesamten Laden und Rendern der HTML-Seite. Und dieses Programm ist dann im Prinzip nichts anderes wie das, was wir vorhin eben gesehen haben in dem anderen myprogram.js, mit der Ausnahme, dass ich jetzt dieses DoSayHello und DoSayHi jetzt in einer Funktion hinterlegt habe, die myprogram heißt. Damit kann ich die eben aus dem HTML onload Attribut laden und er würde eben, sobald meine HTML-Seite geladen ist, jetzt dieses Programm abarbeiten. So. Jetzt ist hier ein wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt hier in das sogenannte Document Object Model der HTML-Seite rein und suchen jetzt das Element mit der ID D1. Das haben wir ja vorhin gesehen, dass wir das hier oben hinterlegt haben. Und inner HTML, also was zwischen dem Opening und Closing Tag steht, von diesem Div mit der ID D1, soll jetzt einfach Hello eingetragen werden. Und für das andere Div habe ich einfach Hi gesagt, so wie vorhin auch. Das heißt, wir loggen das in die Konsole und dann eben danach zusätzlich eben in dieses Document Object Model hinein, so dass wir auf dem Browser dann sehen können, einmal Hello und einmal Hi, anstatt dieses Fragezeichen 1 und Fragezeichen 2. Also relativ straightforward. So, damit wir das Ganze noch ein bisschen besser sehen können, habe ich jetzt noch etwas weiteres eingebaut. Und zwar eine Funktion, die habe ich jetzt getauft, Do Something Complicated. Das Einzige, was ich damit machen möchte, ist, ich möchte eine Last erzeugen, damit der Prozessor beschäftigt ist, damit ich eine zeitliche Analyse der Abarbeitung machen kann. Ja? Also, dass ich einfach sage, okay, zwischen Do Say Hello und Do Say Hi lasse ich einfach den Prozessor irgendwas machen, was ihn einfach eine gewisse Zeit beschäftigt, damit ich auf der Konsole und idealerweise auch in der HTML-Seite das eine nach dem anderen sehen kann. Weil sonst geht es immer sehr schnell und ich kann eben nicht in irgendeiner Form beurteilen, was nach welcher Aktion eigentlich erfolgt. Dieses Do Something Complicated ist ganz billig, das heißt, ich mache einfach eine unverschämt hohe Zähler bis zu einem unverschämt hohen Wert und lasse einfach die Wurzel dieses Wertes in irgendeine Variable reinpacken und return die dann. Einfach nur, damit der, also ich mache im Prinzip aus dem Prozess einfach nichts anderes wie eine Heizung. Sonst ist es nichts. Ich möchte damit aber einfach nur erreichen, dass die Abarbeitung dieses Do Something Complicated irgendwie in einer Zeitspanne durchgeführt wird, die ich eben mit ja, bloßem Auge sozusagen erkennen kann. Das ist eigentlich alles. Okay, was passiert jetzt? Ich rufe jetzt dieses MyProgram auf, ich lasse es aufrufen, indem die Seite gerendert wird und dann wird eben MyProgram abgearbeitet und die erste Aktion ist DoSayHello. So, er geht jetzt hier in die Konsole log rein und wenn ich jetzt mit den Browser-Entwicklungstools arbeite, würde ich auf der Konsole eben das Hello sehen. Okay, wunderbar. Im nächsten Schritt geht er jetzt in die Document Get Element by ID in HTML und schreibt Hello rein. Allerdings sehe ich jetzt tatsächlich nicht auf meinem Browser dieses Hello, sondern immer noch mein Fragezeichen 1. Obwohl der Code korrekt ist. Also im Prinzip der Code macht keinen Fehler. Er sagt tatsächlich, geh in die HTML-Seite, geh ins Document Object Model mit, suche das Div mit der ID D1 und schreibe halt dort Hello rein. Er macht es aber nicht. Dann, und das ist jetzt der Grund, warum ich das eingebaut habe, dann macht er irgendwas Kompliziertes. Das heißt, das muss ich jetzt erstmal abwarten. Und nachdem er diese komplizierte Sache gemacht hat, geht er in DoSayHi rein. Er loggt in die Konsole das Hi. Und dann würde er hier wieder was reinschreiben, eben das Hi. Aber wenn ich jetzt extrem schnell gucken könnte, sage ich mal, würde ich das nicht erkennen auf dem Browser. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass ich danach nicht Do Something Complicated habe. Das heißt, alles, was jetzt erfolgt, folgt so schnell, dass ich es mit bloßem Auge gar nicht nachvollziehen kann. So, jetzt sind wir hier oben beim Ende der Verarbeitung. Ja, da passiert jetzt nicht viel, aber wie aus Zauberhand
entsteht jetzt das Hello und das Hi auf meiner Webseite. Das heißt, nach einer gewissen Pause, nach dem Do Something Complicated, läuft dann eben die Do Say Hi durch und danach sehe ich Hello und Hi. Das heißt, danach sehe ich das, was ich eigentlich schon vorher erwartet habe, auf meinem Browser. Und die Frage ist, warum ist das so? Das Zauberwort heißt Rendering. Und damit wir das verstehen, machen wir jetzt nochmal Folgendes. Wir haben jetzt hier wieder unsere JavaScript Engine, die eben unser JavaScript abarbeiten soll. Und hier sind wir jetzt in der Function MyProgram. Jetzt geht er hier durch meine einzelnen Funktionen mit den Unterprogrammen aufrufen etc., aber auch eben mit diesen Aufrufen auf den oder der Veränderung der Manipulation des Document Object Models. Und erst am Ende kommt das Rendering. Das heißt, das Rendering wird nicht innerhalb der Event Loop gemacht, nicht innerhalb der Abarbeitung des Codes gemacht, sondern danach. Nach der Codearbeitung wird das Rendering durchgeführt. So, der Hintergrund ist ganz einfach der: JavaScript ist nicht Multithreading fähig. Das heißt, wir können JavaScript nicht innerhalb von einer Engine eines JavaScript-Interpreters Multithread ausführen. Es gibt ein paar Möglichkeiten mit Webworkers sowas zu tun, aber das würde dann im Prinzip darauf hinauslaufen, dass wir zwei Interpreter parallel laufen lassen. So, das heißt, das Rendering muss irgendwo platziert werden und die Leute, die sozusagen den Browser gebaut haben, haben sich dafür entschieden, das Rendering erst am Schluss durchführen zu lassen, wenn der komplette Code abgearbeitet wird. Und das ist relativ wichtig zu verstehen. Warum? Weil wir, wenn wir jetzt lange Verarbeitungszeiten haben, eben dieses Rendering erst am Schluss erwarten können. Gut, jetzt kann man natürlich wiederum dazu sagen, es ist erstmal keine gute Idee, in JavaScript-Code irgendwelche Sachen reinzupacken, die lange Verarbeitungszeiten haben. Aber wenn ich nicht mit Webworkers arbeiten möchte oder irgendwelchen Working Threads, also sprich mit zwei parallelen Engines, dann muss ich das früher oder später. Und dann muss ich ganz genau wissen, wann eben die Anzeige im Browser in dem Fall tatsächlich umswitcht. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir versuchen jetzt, dieses Do Say Hello und Do Say Hi durchzuführen und dieses Do Something Complicated danach ausführen zu lassen. Ja, also im Prinzip eine Art zeitverzögerte Ausführung von diesem Do Something Complicated. Dazu habe ich jetzt einen dritten Div eingebaut, weil das werden wir gleich sehen, den brauche ich, um das ein bisschen transparenter zu machen. Und wichtig ist jetzt, dass das Rendering von Do Say Hello und Do Say Hi entsprechend vor dem Ausführen dieser ja, langwierigen Wurzelberechnung erfolgen soll. Dazu habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich würde gerne das so haben, dass hier was steht wie Do Something Complicated in 2 Seconds. Also mach das erst in 2 Sekunden. Und das Ganze sieht so aus in JavaScript, dass wir diesen Aufruf von Do Something Complicated über einen Timeout realisieren können. Ja? Das heißt Set Timeout und in JavaScript können wir Funktionen als Parameter übergeben. In dem Fall sage ich jetzt dem Set Timeout, pass mal auf, ruf bitte Do Something Complicated auf. Und der zweite Parameter besagt in 2000 Millisekunden, also in 2 Sekunden. Und das soll jetzt so eine Art Callback-Funktion sein. Ich habe das jetzt einfach mal Callback getauft. Das werden wir dann später nochmal sehen, warum ich das so getauft habe. Entscheidend ist jetzt einfach für unser Verständnis, ja, ich habe jetzt eine Funktion setTimeout genutzt, die eben einen Aufruf einer anderen Funktion, do something complicated, in 2000 Millisekunden durchführt. Sehr viel schöner ist es allerdings, wie ich es hier gerade gezeigt habe, dass wir diesen Do Something Complicated Aufruf wirklich so formulieren, wie wir einen üblichen Aufruf eben auch machen, mit den Klammern. Und das heißt, diese Callback-Funktion, diesen Parameter in der Set Timeout, nutze ich jetzt oder formuliere ich als sogenannte anonyme Funktion. Ja, das heißt, ich habe Klammer auf, Klammer zu, weil ich keinen Parameter habe. Dann habe ich diesen Doppelpfeiloperator und dann innerhalb der geschweiften Klammer. Das ganze Konstrukt ist jetzt sozusagen eine anonyme Funktion,
Funktion und diese anonyme Funktion soll von meinem Timeout aufgerufen werden, eben in 2000 Millisekunden. Das heißt, in diesen 2 Sekunden soll er dann einfach nur do something complicated aufrufen. Wie gesagt, das wirkt vielleicht jetzt auf den ersten Blick komplizierter, aber das ist üblich, es so zu tun, weil wir da eben eine klare Struktur haben und eben einfach indizieren, ja, die Funktion, die das Set-Timeout eben aufruft, ist anonym und somit nur für dieses Set-Timeout, für diesen Call eben nutzbar. Das mag der ein oder andere anders sehen, aber das ist jetzt einfach mal mein Weg, das so zu tun. Gut. Jetzt haben wir hier dieses Set-Timeout innerhalb von dem Programm, eben genau dort, wo ich vorher eben stehen gehabt habe, do something complicated in 2 seconds. Das ist genau an der Stelle. Das heißt, hier habe ich genau diesen Aufruf realisiert. Jetzt habe ich noch was weiteres hinzugefügt, nämlich dieses Do Say Ready. Das ist einfach jetzt das Element, was mir auf den dritten Diff einfach diese Information einfach packt, von wegen, hey, diese dritte Aktion ist eben ausgeführt und dieses Do Say Ready habe ich jetzt eben hier eingebaut. So, das heißt, nachdem er diese vielen, vielen Wurzeln gerechnet habe, oder er diese Wurzeln gerechnet hat, soll er sich melden und sagt, jo, ich bin jetzt ein bisschen später dran, aber ich bin fertig. Das ist so die Idee hinter diesem Code. Ist funktional nicht besonders anspruchsvoll, aber es geht hier einzig und allein um die Abarbeitungsreihenfolge. So, nochmal rekapitulieren. Ich habe hier zuerst meinen Do Say Hello Aufruf. Danach habe ich den Timer Aufruf. Danach habe ich den Do Say Hi Aufruf. Und wenn der Timer fertig ist, dann soll er Do Say Ready machen und dieses Later hinschreiben. Das ist jetzt das, was ich konstruiert habe. Und die entscheidende Frage ist, wann sehen wir jeweils das Rendering? Wann ist er mit dem Rendering fertig? Und dann können wir eben feststellen, ob eben wir jetzt sozusagen die Abarbeitungsreihenfolge und das Rendering irgendwie etwas besser vom Verständnis her in unseren Kopf bekommen haben. Also, legen wir mal los. Wir sind hier Function My Program. Er geht jetzt in das Do Say Hello und dann in das Set Timeout. Wir wissen ja, dass durch das Do Say Hello zwar das DOM manipuliert wird, aber das Rendering erfolgt nicht. Ergo sehen wir hier nichts. Jetzt kommt er in dieses Set Timeout und bekommt eine anonyme Funktion und die wird er nicht jetzt ausführen, weil sein Job ist es ja, diese Funktion erst in 2 Sekunden auszuführen. Also stellt er die erstmal zur Seite. Und der Timer läuft los und während dieser Timer läuft, wird der restliche Code ausgeführt. So. Und was jetzt passiert ist, jetzt erst kann er das verzögerte Ausführen machen. Das heißt, jetzt erst, wo der Timer fertig ist, versucht er, dieses Do Something Complicated auszuführen. Und der entscheidende Punkt ist jetzt noch zusätzlich, dass es jetzt erstmal egal ist, ob der alte Code, der sozusagen oben links bereits in Arbeit ist, ob der schon fertig ist oder nicht. Das ist jetzt an der Stelle erstmal zweitrangig. So. Und jetzt ist dieser Code fertig. Und jetzt kommt das Rendering. Das heißt, egal ob der Timer abgelaufen ist oder nicht, jetzt kommt erst das Rendering. Das heißt, dieses Do Something Complicated wird noch nicht ausgeführt. Und durch das Rendering werden jetzt alle die DOM-Manipulationen tatsächlich angezeigt, die während dem letzten Durchlauf von meinem Code-Interpreter eben angestanden sind oder durchgearbeitet wurden. Und jetzt sehe ich das Hello und das Hi. Dieses Later, ganz am Schluss, sehe ich noch nicht. Warum? Weil das Do Something Complicated ja noch gar nicht ausgeführt worden sein kann. So, und dort, wo dieser Code, der verspätet ausgeführt wird, wo der liegt, das ist ein Funktionsstack, den habe ich jetzt mal Callback-Stack bezeichnet. Das ist nicht immer ganz richtig, aber grundsätzlich mal ist es für mich die wichtigste Funktionalität, deswegen nenne ich das Ding immer Callback-Stack. Hier liegen jetzt alle die Funktionen, die quasi aufgrund von irgendwelchen Verzögerungen noch nicht ausgeführt wurden. In dem Fall
unser Timeout, hat gesagt, hey, pass mal auf, das soll nach so und so viel Sekunden, und es ist jetzt wirklich tatsächlich komplett wurscht, ob es 10 Sekunden, 2 Sekunden oder 0 Sekunden sind. Es wird hier reingelegt und hier wird dann gesagt, wenn die Zeit verstrichen ist, dann kannst du ausführen, aber wir sind hier erst sozusagen in einer Ausführungsfreigabe. Es wird noch nicht ausgeführt, weil zuerst muss gerendert werden. Und jetzt fragt sozusagen JavaScript, ist irgendwas in dem Callback-Stack drin? Wenn nein es wäre, würde er wieder nach oben gehen und sagen, ja, schauen wir mal, ob hier oben irgendwas zu tun ist. Im Wesentlichen das Rendering. Bei Code wird da momentan keiner mehr ausgeführt. Wenn aber was drin ist, so wie in unserem Fall, dann sagt er, aha, dieses Do Something Complicated darf ausgeführt werden, weil der Timer abgelaufen ist. Das heißt, jetzt wird dieser Code geladen, dieser Callback-Stack wird sozusagen jetzt ausgeführt. Dieses Do Something Complicated ist es in dem Fall. Wir haben ja nur eine Funktion in unserer anonymen Funktion hinterlegt, eben diesen Aufruf. Und jetzt führt er hier ganz normal den Code weiter. Das heißt, er geht jetzt hier in Do Something Complicated. Geht hier durch, braucht eben, keine Ahnung, ein, zwei Sekunden, je nach Browser, Rechner etc. Und jetzt sagt er, do say ready, okay. Jetzt geht er eben genau in diese DOM-Manipulation rein und hat hier jetzt dieses getElement by ID 3, schreibt dort later rein. Wieder keine Änderung, warum? Weil wir noch nicht beim Rendern sind. Danach führt er wieder den Code weiter aus, bis er am Ende ist von diesem Callback-Programm. Ja, das war ja unsere anonyme Funktion, wo wir eben nur einen Aufruf drin hatten. Wenn dort mehrere drin wären, würde er die halt auch ausführen. Jetzt ist er am Ende von diesem Callback-Programm angekommen. Jetzt wird gerendert und er schreibt es later rein. Gut, das wäre es jetzt im Wesentlichen gewesen. Jetzt kann man das noch ein bisschen anders hinschreiben. Das heißt, er fragt jetzt erstmal, muss überhaupt was gerendert werden? Also rendert er nicht immer, sondern nur dann, wenn es eine Render-Notwendigkeit gibt, sprich, wenn es eine Änderung im Document Object Model gab. Und diesen Callback-Stack kann man jetzt auch ein bisschen, ja, eleganter hinschreiben. Das wäre jetzt tatsächlich die Event Loop. Das heißt, wir haben hier oben unseren JavaScript-Kernel, der eben ausgeführt, oder unseren Interpreter, der Code ausführt. Wenn er fertig ist mit dem Code, geht er in den nächsten Schritt, sagt, gibt es was zu rendern? Und zu diesem Rendern gehört eben tatsächlich jede DOM-Anpassung. Aber auch, wenn man Animated GIFs oder ähnliche Sachen hat, dann würden die da auch dazu gehören. Wenn er mit dem Rendern fertig ist oder vielleicht gar nichts rendern muss, dann geht er in die nächste Frage. Steht irgendwas im Callback-Stack drin? Wenn nein, geht er einfach wieder hoch. Gibt es vielleicht zufällig was, was jetzt gerade zu verarbeiten ist? Fragt er wieder rendern, geht er wieder in Callback rein. Und wenn er jetzt im Callback-Stack irgendwas drin hat, also in den Warzweig reingeht, dann würde er eben diesen Callback-Stack nehmen, die nächste Funktion nehmen, die da drin steht. Das ist ein Stack, also wenn mehrere drin stehen würden, würde er einfach nur die oberste nehmen, nimmt sie raus, zieht sie oben in den Interpreter rein und der würde hier weiterarbeiten. Das würden wir jetzt im engeren Sinne als Event Loop verstehen. Ja, unser Programm hat jetzt im Wesentlichen so ausgesehen. Wir haben hier unser Do Say Hello, Do Say Hi, Do Say Ready etc. Das ist genau das, was wir jetzt gemacht haben. Jetzt ist es allerdings so, dass jetzt funktional der Code jetzt nicht wirklich brauchbar ist, weil warum sollte ich irgendwie die Wurzel aus ein paar Fantastilliarden Durchläufen errechnen und einfach ignorieren? Das war jetzt nur ein Beispiel. Im Real Life würde das jetzt etwas anders aussehen. Also diese Funktion, do say hello, set timer, do say hi, steht jetzt stellvertretend für etwas anderes. Zum Beispiel so etwas, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt irgendeinen Ablauf, sagen wir mal serverseitig, Node.js, ich habe irgendeine Query, die ich vorbereite, irgendeine Datenbankabfrage, und dann sage ich MySQL.query. Also ich habe irgendeinen MySQL-Treiber, der soll diese Query ausführen. Der bekommt jetzt ein oder mehrere Parameter und soll die ausführen. Und jetzt ist die Datenbank dran. Das heißt, jetzt würde die Datenbank durchlaufen.
Und damit ich jetzt kein Blocking habe, wird das eben auch asynchron durchgeführt. Das heißt, die Datenbank ist jetzt am Arbeiten. Ich gehe jetzt weiter in meinem Ablauf, sage du inform User, sage ja, Datenbank holt jetzt gerade Daten. Und wenn die Datenbank fertig ist, muss die Datenbank irgendjemanden informieren, pass mal auf, ich bin fertig. Und dieses pass mal auf, ich bin fertig, gibt man üblicherweise dann dieser Vorbereitung der Query oder auch der Query selber, je nachdem, welchen Treiber man nimmt, gibt man als Callback-Information mit. Das heißt, wenn, man sagt der Datenbank, wenn du fertig bist mit dieser Abfrage, rufe bitte diesen Callback auf und gib diesen Callback deine Informationen, deine Ergebnisse. Und dieser Callback steht dann in, wer hätte das gedacht, im Callback-Stack und würde dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt verarbeitet werden. Das heißt, sobald der Event-Loop wieder bei der Abfrage ist, ist was im Callback-Stack drin und dort würde diese Funktion drin stehen, dass die Datenbank irgendwas zurückgegeben hat, würde sie abgearbeitet werden. Ein weiterer recht verbreiteter Fall ist das Abfragen von Informationen von entfernten Servern, also mit Fetch oder mit irgendwelchen anderen Methoden. Wir werden uns noch eine gleich anschauen. Es wird nicht die modernste sein, aber die ist aus meiner Sicht wichtig, um das Gesamtkonzept zu verstehen. Also, das wäre so die zweite Geschichte. Ich bereite irgendeinen Request vor und bei diesem Request sage ich, okay, wenn dieser Request ausgeführt wird und fertig ist, bitte ruf diese Callback-Methode auf. Dann wird der Request eben getriggert mit Get Data, dann wird der User informiert, jo, ich bin soweit und habe das Ding losgeschickt. Und sobald dann vom entfernten Server die Information kommt, wird der Callback aufgerufen und eben der Callback-Stack abgearbeitet mit Do Display Result. Also das heißt, die Konstruktion ist immer die gleiche. Ich habe irgendwie eine Vorbereitung, ich schiebe das raus, ich kann dann irgendwie informieren, jo, es ist gerade was in Arbeit und sobald diese Arbeit beendet ist, wird es eine Verarbeitung der Ergebnisse geben. So, ich mache das Ganze, ich benenne das jetzt einfach mal ein bisschen um, damit wir uns ein bisschen besser in der Realität dann wiederfinden und mache das jetzt wieder mit einem Timer. Timer deswegen, damit wir eben besser verstehen oder besser selber in diesen Code eingreifen können, weil wir werden jetzt nicht anfangen, in irgendwelchen Datenbanktreibern oder irgendwie in der Fetch-Funktion irgendwie rumzufingern, sondern wir wollen das selber machen. Und das wäre jetzt hier an der Stelle der Weg, den wir durchführen. Also wir bereiten einen Request vor. Wir sagen, hol mir bitte asynchron irgendwelche Daten. Dann sagen wir mit doInformUser, ja, ich habe die Daten jetzt abgefragt oder angefragt. Und sobald diese asynchrone Funktion fertig ist, zeigt sie mir das Result. Ja, das Ganze ist hier nochmal im Code. Also es hat sich nicht viel geändert, aber ich will einfach durch die einzelnen Punkte nochmal kurz durchgehen, dass wir nachher den Link für die Erweiterung möglichst einfach hinbekommen. Also wir haben hier jetzt eine kleine Anpassung in der Seite. Ich habe einfach einen Button hinterlegt, der einfach bei Klick dieses Do Prepare Request aufruft. Dann gibt es den Aufruf der Methode, die dann asynchronen Code ausführen soll. Das erfolgt jetzt hier mit diesem Z-Timeout wieder. Und das ist jetzt sozusagen der asynchrone Code, der für SQL-Abfragen, für Requests oder in unserem Fall einfach die Simulation mit dem Timeout eben durchführt. Die Timeout-Zeit ist auf 0 Millisekunden gesetzt. Das heißt, der einzige Sinn dieses Timeouts ist, den Code some async function eben in diese Callback-Stack reinzulegen. Das heißt, dieser Aufruf some async function mit diesem Parameter landet im Callback-Stack. Genau, wenn wir nochmal ganz kurz oben gucken, wir übergeben hier einen Parameter mit dem Wert 10. Das heißt, dieser Wert 10 wird tatsächlich auch in die Variable x eingetragen. Das heißt, im Callback-Stack steht dann eben auch drin, dass some async function mit dem Wert 10 aufgerufen werden soll. Dann ist dies die eigentliche Implementierung. Das heißt, das wird dann, sobald die Event Loop an dem Callback Stack oder an die Frage gekommen ist, ob im Callback Stack was drinsteht, wird eben dieses some async function aufgerufen. Hier haben wir wieder diese künstliche Last, die einfach irgendeine komplizierte Rechnung simuliert.
Und hier simulieren wir einfach eine Funktionalität, indem ich jetzt einfach sage, ich erzeuge jetzt eine Zufallszahl zwischen 0 inklusive und dem x exklusive. Ja, also wenn jetzt ich mit 10 aufrufe, kann irgendeine Zahl rauskommen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9. So, am Schluss wird dann Display Result. Ja, das heißt, wenn das jetzt eine SQL-Abfrage wäre und nicht so ein Fake, wie wir hier gerade bauen, dann würde ich hier die Verarbeitung der Ergebnisse realisieren. Das werden wir nachher auch gleich nochmal kurz ein bisschen schöner machen. Jetzt geht es einfach mal nur um die Funktionalität. Gut, dann nach dem GetAsyncData kommt du inform User. Das wird tatsächlich dann nach der gefakten Funktionalität ausgeführt, weil die ja eben im Callback-Stack drin liegt und erstmal die Event Loop über die Frage gehen muss, ob im Callback-Stack was drin liegt. So, dann hier ist die Implementierung von DoInformUser. Das ist auch nichts Neues. Konsolenlog und einfach auf das Div eine Information, dass der Request raus ist. Und ja, nichts Neues. Das gleiche machen wir bei Display Result. Das heißt, hier ganz einfach auf den D2 dann gehen und das Result ist dann das X, was auch immer dann diese Zufallszahl eben ist, eben diese Zahlen zwischen 0 und 9 jeweils inklusive. So, jetzt spielen wir das Ganze mal durch. Jetzt gibt es noch einen weiteren Hinweis zum Thema Callback Stack. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass dieser Loop jetzt eigentlich ja, schneller oder schnell durchläuft. Er hat aber nichts zu tun. Das heißt, in dem eigentlichen Verarbeitungsstack ist nichts drin. Es wird nichts gerendert und es steckt nichts im Callback. Und dann nach einer gewissen Zeit fragt er wieder nach und läuft halt so als Endlosschleife durch. Jetzt klicken wir den Request-Button und was jetzt passiert ist, ist, dass die Funktion, die in OnClick von dem Button drin steht, in den Callback-Stack eingetragen wird, also hier reingeschrieben wird. Das heißt, auch dieser Aufruf, dieser OnClick-Aufruf ist eigentlich auch nichts anderes wie ein Callback, der eben über diesen Stack entsprechend abgearbeitet wird. Wenn jetzt der Loop in der Fragestellung ist, gibt es was im Callback-Stack, dann würde jetzt ein Ja rauskommen. Das heißt, diese Do-Prepare-Request-Funktion, die wird jetzt hier eben reingeladen und wird ausgeführt. Ja, dann wird das ganz normal aufgerufen, eben dieses Do-Prepare-Request. Dort wird jetzt diese Funktion aufgerufen, die dann den asynchronen Call dann am Ende triggern soll mit dem Parameter. Da war ja die 10 drin. Hier in der Funktion wird dann der Timeout gesetzt und diese SumAsynchron Function mit dem Wert 10 belegt und eben wegen dem Timeout in den Callback Stack gesetzt. So, jetzt ist eben diese Funktion zu Ende. Also wir gehen wieder dort, wo wir sie aufgerufen haben, hin auf die nächste Zeile. Das war DoInformUser. Und hier wird jetzt eben auch weiter nichts passieren, weil das Rendering nicht stattfindet. Nachdem der Code aber zu Ende verarbeitet wurde, kommen wir auf die Frage hin, muss gerendert werden? Die Antwort ist ja. Und jetzt erst steht das Request Send dort. Das geht aber so schnell, dass man das eigentlich gar nicht sieht, dass dort ein Verzug drin war. Jetzt erst kommt er auf den Punkt, wo er sagt, aha, Callback, es steckt wieder eine Funktion im Callback-Stack drin. Das war jetzt diese SumAsynchron Function. Der Aufruf wird eben durchgeführt. Und dann sind wir hier in dem Funktionsaufruf. Da war die 10 in x drin und er geht jetzt einfach durch diese Fake-Funktion mit diesem Zufallswert. Und jetzt geht er auf Display Results. Das heißt, das wird auch wieder entsprechend erstmal nicht gerendert, weil wir ja noch in der Abarbeitung sind. Und erst wenn die Abarbeitung fertig ist, sagt er, aha, render. Und jetzt wird halt das Ergebnis, was jetzt Zufallswert einfach 8 ist, hier ausgegeben. Dann fragt er nochmal, ist vielleicht wieder was drin? Hätte sein können, dass hier jemand wieder diesen Button gedrückt hat, ist aber nicht. Und so würde jetzt diese Loop immer weiterlaufen. Das wäre jetzt sozusagen ja, der Funktionsablauf oder der Aufrufablauf von unserem Beispielprogramm.
So, jetzt verändern wir das Ganze noch ein bisschen und machen den Code etwas schöner. Und zwar hätte ich gerne hier in SumAsyncFunction, hätte ich gerne einen sogenannten Result-Handler. Das heißt, ich möchte hier nicht dieses DoDisplayResult hart reinkodieren, sondern ich möchte gerne eine Information übergeben, welche Methode oder welche Funktion korrekterweise, welche Funktion soll am Ende der Funktionalität aufgerufen werden. Ja, das heißt, dieses DoDisplayResult hätte ich gerne als Parameter. Dazu schreibe ich jetzt hier einfach einen neuen Parameter rein. Das nenne ich jetzt einfach mal Result. Und hätte jetzt hier gerne anstatt dieses DoDisplayResult diesen übergebenen Parameter, was jetzt in dem Fall eine Funktion ist. Das heißt, beim Aufruf vom SumAsyncFunction muss ich das gleiche jetzt auch machen. Das heißt, ich übergebe jetzt hier auch einen Result-Handler. Und das ist jetzt eben diese DoDisplayResult. Das heißt, das Ergebnis am Ende des Tages ist das gleiche wie vorher. Nur dieses DoDisplayResult übergebe ich jetzt als Funktion über die Parameterlisten. Ja, und deswegen nennen wir das dann eben auch entsprechende Callback-Funktion, weil wenn diese SumAsyncFunction fertig ist, wird eben genau diese Result-Funktion aufgerufen und das ist dann nichts anderes wie das DoDisplayResult. Das würde dann sozusagen in dem als Callback fungieren und das würde dann aufgerufen werden. So macht man das üblicherweise. So, und die Frage ist, was passiert jetzt im Fehlerfall? Ja, also gehen wir mal davon aus, in unserer Funktionalität kann ein Fehler passieren. Das ist beim Call von irgendeinem entfernten Server ja immer möglich, irgendwelche Netzwerkprobleme oder beim Datenbank-Call irgendwie ein Fehler im Statement oder was auch immer. Es kann ja immer was schief gehen. Und ich fake das jetzt hier mit meinem kleinen Programm mal, indem ich einfach sage, hey, wenn auch immer die 0 als Zufallswert rauskommt, dann wäre das aus meiner Sicht ein Fehler. Das heißt, ich ergänze das Ganze jetzt mit einem weiteren Callback, der nur dann aufgerufen werden soll, wenn ein Fehler passiert. Ja, das heißt, ich habe jetzt nochmal einen eigenen Händler oben geschrieben. Das habe ich einfach Display Error genannt. Das ist eine Funktion, die einfach nur den Fehler ausgeben soll, auch nichts Wichtiges. Aber das übergebe ich jetzt wieder an diese Async Function. Und diese Async Function, die ruft jetzt genau diese Fehler. Funktion, diesen Fehlerfall auf, wenn jetzt hier zufällig dann die 0 rauskommt. Ja? Das heißt, wenn ich das Ding jetzt im Schnitt 10-mal aufrufe, wird einmal dieser Error-Handler ausgeführt. Und das wäre dann tatsächlich so der Weg, wie man so einen asynchronen Call eben handeln kann, indem ich einfach sage, ich übergebe jetzt an diese Funktion, die eben außerhalb von meinem normalen ja, meiner normalen Abarbeitung läuft, dann noch irgendwelche Parameter, die als, ja, als Success und als Error-Handler fungieren. So, jetzt haben wir das grundsätzlich mal verstanden. Den Code, by the way, den habe ich jetzt in GitHub als öffentliches Repository hochgeladen. Also wer will, kann sich das mal in aller Ruhe anschauen und kann dann eben auch selber in diesen asynchronen Funktionen irgendwelche Testcodes reinpacken. Und den Link dazu packe ich einfach in die Beschreibung von diesem Video. So, und jetzt machen wir das mal mit einem realen Beispiel. Ja? Und zwar folgender Use Case. Ich habe hier unseren Webserver, ja, das machen wir jetzt, da liegt jetzt sozusagen unsere Webseite drauf und auf dem Webserver ist jetzt unsere Seite, dort ist jetzt genau meine Funktionalität und dieser Request soll jetzt, geben keine Timeout-Function mehr, die irgendwelche Funktionen faked, aufrufen, sondern soll eine REST-API anfunken. Und hier habe ich mir jetzt die REST-API-IP-API.com ausgesucht. Warum? Weil ich dort kein API-Key brauche. Das heißt, da müssen wir es nicht groß rumtun, sondern können die einfach anfragen und kriegen ein Ergebnis zurück. Das funktioniert einfach so. Ich übergebe eine IP-Adresse oder irgendeine URL und der gibt mir dann einfach ein paar Informationen zu dem Server. Also nichts Großmächtiges, aber es ist einfach mal eine entfernte Funktionalität auf einem anderen Server. Gut. Und wenn ich jetzt auf Request drücke, soll erstens im Status Send stehen.
Dann folgt dieser Aufruf über genau diese URL an die REST-API. Die verarbeitet das, schickt mir die Daten zurück und die Daten werden dann angezeigt. Das wäre jetzt der Use Case, den ich jetzt hier umsetzen möchte. Wir haben eigentlich wieder die gleichen Komponenten wie vorher auch. Ich habe hier mein DoPrepareRequest. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Funktionalität, die einfach sagt, okay, ich hätte gerne asynchrone Daten mit eben entsprechend diesen Händler für den Erfolgsfall und diesen Händler für den Fehlerfall. Die URL habe ich jetzt hier auch als Parameter realisiert, dann sieht es im Prinzip genauso aus wie vorhin unser Fake-Beispiel. Hier habe ich das Ganze jetzt mit dem XML-HTTP-Request Objekt gemacht. Und ja, ich weiß, das macht man jetzt eigentlich nicht mehr. Wir machen das mit Fetch. Aber hier an der Stelle sehen wir das Handling der Callback-Funktion relativ schön. Wir sehen hier, wir erzeugen dieses XML-HTTP-Request-Objekt. Wir öffnen oder wir übergeben sozusagen die wichtigsten Informationen, dass wir über GET arbeiten wollen, dass wir die Daten arbeiten wollen und so weiter. Und dann erfolgt OnReadyStateChange. Das heißt, wann auch immer ich ein Ergebnis zurückbekomme, dann prüfe ich das Ganze. Und das ist jetzt mein Callback. Das heißt, beziehungsweise mein asynchroner Funktionsteil, der dann diese Callbacks dann auch mit beinhaltet. Das heißt, dieses alles, was hier rot markiert ist, das läuft jetzt streng genommen erstmal außerhalb von meinem eigentlichen Code-Konstrukt. So, die Details hier interessieren uns erstmal nicht, wie das Audit-Teil funktioniert. Entscheidend ist, dass wir wissen, ja, das ist jetzt genau der Code, der hier einfach asynchron läuft. So, dann packen wir das eben auch in den Callback-Stack. Und dann wird das Ganze gesendet. Und das wird dann entsprechend, der Call wird ausgeführt. Das heißt, jetzt wird eben die Anfrage geschickt und wann auch immer die Anfragedaten zurückkommen, wird eben der Callback-Stack aktiviert und wann auch immer dann eben, wie gesagt, der Event-Loop eben an der Fragestellung ist, müssen wir jetzt weiterarbeiten oder können wir den Callback-Stack verarbeiten, wird das entsprechend rausgenommen werden. Okay, aktiver Code ist beendet, die Frage ist raus und wann auch immer die Daten jetzt geliefert werden, gehen wir eben in diesen Callback rein. Das heißt, Callback-Stack ist jetzt diese Funktionalität drin. Wir kriegen jetzt ein Ready-State vor, das heißt, alle Daten sind da, Status ist 200, alles ist gut gelaufen. Und wir kommen jetzt hier eben entsprechend wieder in unseren normalen Code rein, weil der Aufruf erfolgt ist. Und wir haben jetzt hier Status 200, das heißt, wir rufen jetzt den Response ab und übergeben es an den Result-Händler. Wir haben wie vorhin auch ein Result und einen Error-Händler und das Result wird hier entsprechend übergeben. Im Result-Händler war ja unser DoDisplayResult-Funktionsaufruf drin. Das heißt, über diese Parameter kommen wir auf dieses DoDisplayResult. Und das würde jetzt hier unten eben entsprechend aufgerufen werden. So, damit ist der aktive Code wiederum beendet. Und wir sehen jetzt hier, nachdem das Rendering dann eben durchgeführt wird, eben was auch immer von Server jetzt geschickt wurde. Das ist jetzt hier für unser Beispiel jetzt auch uninteressant. Hauptsache, wir haben irgendwelche Daten. Ihr könnt ja mal dann drauf gucken, was denn da drin steckt. Okay. Damit sind wir diesen kompletten Weg einmal durchgegangen. Das heißt, wir haben das mit Fake-Beispielen und einmal einem ganz konkreten Beispiel durchexerziert. Und damit bin ich jetzt auch am Ende. Nochmal kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt eben festgestellt, dass wir in JavaScript nur
unseren Code in einem einzigen Thread abarbeiten. Damit es überhaupt sauber funktioniert, hat man diesen Event Loop erfunden. Der arbeitet einfach den aktiven Code ab. Sobald der aktive Code abgearbeitet wurde, wird gerendert und wird in einem extra Stack nachgeguckt, ob jetzt hier irgendwas eingetragen wurde, was danach verarbeitbar ist. Und dieses Eintragen in diesen Callback-Stack wird entweder kann man selber machen, durch den Set-Timeout oder durch irgendwelche anderen Funktionalitäten, die nicht geblockt werden dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen Server anfrage und ich warte auf den Response von dem Server, möchte ich nicht, dass mein JavaScript-Code stehen bleibt, sondern mein normaler JavaScript-Code wird einfach weiterlaufen und noch immer vom Server das Ergebnis zurückkommt, wird es eben über den Callback-Stack dann eben entsprechend eingetragen. Und wenn der Event-Händler oder die Event-Loop dann eben den Callback-Stack abprüft, wird eben dieser Code dann danach ausgeführt, weil der andere Code entsprechend jetzt gerade beendet ist. Das wäre jetzt der Event-Loop. Damit haben wir eigentlich das Wichtigste jetzt schon verstanden. Im nächsten Video, weiß noch nicht, wann ich das machen werde, das kann noch ein bisschen dauern, aber im nächsten Video werden wir uns das Ganze dann etwas mit einem etwas ja, genaueren Auge mal drauf gucken, weil es gibt da ein paar so kleine Problemchen mit dieser sequentiellen Verarbeitung durch diesen Event Loop Callback Stack. Und zwar haben wir immer dann ein Problem, wenn wir mehrere asynchrone Funktionen haben, die aufeinander aufbauen. Dafür habe ich mir auch schon was überlegt. Das werden wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal angucken und gucken uns dann dort eben auch die Lösung dann über die Promises und dann über die Async-Await-Funktionalität von JavaScript an. Und wenn wir das alles im Sack haben, ich glaube, dann können wir einigermaßen ruhigen Gewissens uns auf diverse JavaScript-Projekte stürzen. Das war's von meiner Seite. Wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.